Nach Prime Nemesis ist nur die neue Premium-Mod Comes Alive Ascended erschienen. Diese kostet nur 2 Euro und enthält Power, Speed, Harvest und Poison Dinos, eine neue Methode, um Alphas zu zähmen und 15 verschiedene Bosse. Falls euch dieser kleine Test gefallen sollte und ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like oder Abo da. Viel Spaß euch. So Leute, ich bin wieder am Start und wir spielen heute Comes Alive Ascended. So heißt das Ganze, das ist eine neue Mod, die ist heute rausgekommen. Kostet 2 Euro, also ist ziemlich im Angebot. Ey, ich kaufe eine Mod nach der anderen, ey, das ist wirklich nicht gut. Aber ich dachte, ich muss das Ganze für euch mal testen, damit ihr euch vielleicht das Geld sparen könnt, wenn euch das Ganze nicht gefällt. Ich habe schon einen Pego gezähmt tatsächlich. Den habe ich gerade mit einer Beere einfach so bekommen. Der war direkt gezähmt. Von daher nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier schon einen Kompan habe. Und tatsächlich ist Comes Alive etwas, womit mein Kanal ziemlich angefangen hat. Ich glaube, das habe ich vor 7 Jahren oder so gezockt. Und das war die allererste Dino-Mod, die ich gespielt habe. Comes Alive bei Survival Evolved. Und ich bin gespannt, ob das Ganze gut ist, ob das ein guter Nachfolger ist und ob das Ganze Spaß machen wird. Was ich schon mal sagen kann, ist, es ist viel weniger stressig als Prime Nemesis. Ich kann hier am Strand rumlaufen und es passiert gefühlt nichts. Also ich habe schon gemoddete Dinos gesehen, aber die sind alle auch irgendwie nicht aggro. Also ich habe noch nichts gesehen, was aggro ist. Woran ich mich doch erinnern kann, aber ich weiß nicht, ob das hier auch so sein wird, ist, dass man mit Petris und sowas unter Wasser fliegen konnte. Man konnte einfach mit Flugdinos unter Wasser gehen und das fand ich immer ziemlich cool bei der Mod. Mal gucken, ob wir heute irgendwie was Fliegendes bekommen, um das mal auszutesten. Was ist das hier? Das sind Alpha? Alpha sind gelb? Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Auf jeden Fall sind Alpha schon mal nicht aggro. Irgendwie ist gefühlt nichts aggro. Also wirklich, ich renne hier schon ein bisschen rum. Ich bin bisher nur an Pegos gestorben einmal und sonst habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Also was ich schon mal sehe, ist, dass es hier andere Pfeile gibt und die brauchen nur Narkobären und Steinpfeile. Das ist schon mal nice. Die sind ein super Sonderangebot und so richtig Kibbel oder sowas habe ich noch nicht entdeckt. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Level freischalten. Ich baue mir hier gleich mal kleine Butze irgendwo hin, dass wir ein paar Level bekommen durch Foundations und sowas. Und dann sehen wir vielleicht mehr. Okay, vielleicht ist die Mod doch ziemlich schwer. Ich habe hier einfach eine schwere Kombi-Attacke zu überleben gerade. Sonst ist mir wie ich noch nichts entgegenkommen. Und ich habe 4 Foundations, wo gerade eine Schildkröte draufsteht. Okay, vielleicht werde ich wirklich verprügelt. Vielleicht werde ich wirklich verprügelt. Nee, schwer ist am Start. Rache kommt. Natürlich Level 130, wie man es kennt, und 135. Perfekt, aber hier, guckt euch das an. Weggemacht. Und damit herzlich willkommen zu meinem Tiny House. Wow, ich habe viel zu weit gedreht. Hier, ich wollte kurz zeigen, hier ist das Feuer direkt unter der Treppe. Vielleicht ist das eigentlich nicht so gut. Und hier ist die obere Etage. Ist es nicht wunderschön? Habt ihr was Schöneres gesehen? Schöne Aussicht hier aufs Meer. Besser geht's einfach nicht. Ich würde sagen, wir speedrun das Ganze jetzt. Erstmal einen Bogen machen, dann wahrscheinlich diese coolen Pfeile machen, dann Petri holen, dann mit dem ein bisschen rumfetzen, ein bisschen umgucken, weil hier ist halt wirklich nichts Böses. Und deshalb werden wir uns jetzt ein bisschen beeilen, dass wir gucken können, was hier so abgeht. Ich sage euch so, wie es ist, was ich hier jetzt innerhalb von so 20 Minuten oder sowas geschafft habe, habe ich bei Prime Nemesis nicht in 2 Stunden geschafft. Ich habe einfach Metallspitzhacke, ich kann jetzt so wieder runterfetzen, hier, da unten ist unsere Bude, kann das schön schmelzen, Ruhe, machen wir kompletten Set, ich mache mir Armbrust und sowas, alles ready und dann diese komischen Pfeile, wo fliege ich eigentlich hin schon wieder? Wir craften direkt mal diese komischen Arrows. Packen die hoffentlich, ja, die gehen auf den Crossbow. Ich dachte gerade kurz, hoffentlich geht das überhaupt. Und dann schießen wir uns ein paar um, weil dann haben wir eigentlich unendlich Pfeile. Das wäre schon ziemlich wild, wenn wir irgendwas zum Bärenfarmen haben. Oder den Trike. Welches Level bist du? Level 20 ist schon ziemlich kacke. Welches Level bist du, mein Freund? Egal, wir nehmen dich. Trike ist eh besser. Ich hoffe, die Pfeile sind halbwegs gut. Oh, der hat ein Baby dabei und der ist auch ziemlich sauer. Welches Level bist du denn so? Ich hatte gedacht, das sind so Modded-Pfeile und die sind bestimmt, die knallen gut rein, dachte ich. Aber sieht bis jetzt nicht so aus. Habe auch zweimal den Kopf getroffen, tatsächlich. Willst du dich nicht hinlegen oder so? Trikey Boy? Nee, hast du nicht so Bock. Okay, ich hätte mir ein Spiders vorher machen sollen vielleicht. Das könnte ich nämlich theoretisch auch schon machen, wenn ich nochmal nach oben gewandert wäre. Aber habe mich dagegen entschieden. Welches Level bist du bitte? Du bist Level 150, natürlich. Ah, was auch sonst. Was auch sonst. So, wir laufen mal weiter. Ah, er rennt weg. Alles unter Kontrolle. Und 2 Babys sogar. Nice. Und da liegt er. Nimm die Mädchos. Ihr werdet mein sein, Babys. Ich werde euch adoptieren. Er braucht gar nicht abhauen. Und da ist er fertig. Und jetzt bist du auch mein. Und du bist auch mein. Herzlich willkommen in der Gang. Ich weiß nicht warum, aber er kann nicht sprinten. Und ohne sprinten ist er ganz schön langsam. Ah, du kannst doch sprinten. Hä, was zum Teufel? Aber wir haben jetzt im Prinzip unendlich von den Ausnockpfeilen. Ich brauche nur Narkobären. Und jetzt müsste ich meine Armbrust noch einmal aufwerten können. Oder mir fehlt ein bisschen Holz. Okay, vielleicht auch doch nicht. Aber jetzt müsste ich die aufwerten können. Auf 237 Damage, natürlich nicht super, super krass. Petri kann ich damit wohl umhauen. Achso, und Spyglass habe ich jetzt auch. Ihr wollt mich flachsen. Ich habe einen 150er bei mir auf der Insel. Es wird besser und besser. Das wird wirklich ein Speedrun, Leute. Morgen habe ich das durch, ey. 2 Euro Mod bezahlt, einen Tag durchgezockt. Hä, es geht ja super, super fix. Also ich habe gerade echt einen Lauf. Was ist das für einer? Das ist Speed Petri und tatsächlich braucht der auch nur normal Fleisch. Und Speed Petri wäre schon irgendwie cool. Ich habe nicht mal eine Bowler gecraftet bisher, ey. Ich bin's wieder. Kann nicht. Die machen und kann man Speed-Sachen bowlern? Das ist halt die andere Frage. Was fehlt mir? Fiber. Okay, ich gehe ein bisschen krabbeln. Okay, Bowler ist in der Hand.
Zack. Man kann sie bolern. Die Frage ist, wie viel Topa machen die Pfeile? Das würde mich wie immer interessieren. Oh, Overtime? Nee, auch nicht so krass viel. Obwohl doch. So ein Headshot knallt schon ordentlich rein. Und vor allem sind die halt super billig, ne? Ich kann davon so viel machen, wie ich will eigentlich. Dann docken wir uns halt einen Speed Petri aus, anstatt einen normalen. Und nehmen den einfach mit. Und bei Alpha steht tatsächlich dran, dass die not tameable sind. Also die haben anscheinend echt eine ganz andere Methode. Ich meine, irgendwas im Kopf zu haben von früher, dass man normale in Alphas entwickeln konnte irgendwie oder so. Also das wird wahrscheinlich alles in nächster Zeit getestet. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles in der Folge irgendwie hinbekomme. Die 150er hätte ich auch ganz gerne. Ich weiß halt nicht, ob der 25er Petri für irgendwas zu gebrauchen ist. Okay, ich crafte gerade einen Sattel, während mein Speed Petri gegen zwei Pegomastaks kämpft. Ach Mann, was ist das hier schon wieder? Der macht 27 Damage, das ist auch gar nicht mal so stark, ne? Hat er mir irgendwas geklaut noch? Ja, gib mir hier schön meine Dachschräge zurück. Und was ist das hier für ein Kampf? Der Peko einfach stärker als du, oder wie sieht das aus hier? Sattel, ich hoffe, der muss normaler drauf, muss normaler drauf. Wie schnell ist denn so ein Speed Petri? Ja, schon schneller als normal. Oh mein Gott, der kriegt viel dazu. Okay, ja, der kriegt... Ja, okay. Mit 180 Movement Speed, muss ich sagen, ist er schon relativ fix unterwegs. Da kann man sich nicht beschweren. Echt nicht. Damit kommt man schon gut voran. Und der ist so Level 25. Ich glaube, ich fliege immer noch ein ganz bisschen rum und gucke, ob ich irgendwie einen coolen Petri sehe. Zum Beispiel einen Power Petri Level 20. Nee, du bist ja ein absoluter Lappen. Und das ist normaler. Ich hätte nämlich gern irgendwie ein High Level Speed, High Level Power oder so. Wenn ich mir sowas snacken könnte, würde ich das tun. Tatsächlich gibt es auch Poison. Muss ich sagen, lacht mich auch ein bisschen an. Zum Ausnocken vielleicht. Ganz cool. Da sind 145er da hinten. Vielleicht gehen wir da gleich hin und versuchen das mal, den auszudocken, weil der hier hatte schon recht viel Topor dafür, dass er Level 25 war. Kann sein, dass Poison noch schwerer auszudocken ist, dann können wir das direkt lassen und brauchen bessere Pfeile. Aber ich will einmal auf die böse Insel und gucken, ob hier irgendwo echt was abgeht. Also hier vorne geht bisher absolut ganz und gar nichts ab und hier ist bei Primal Nemesis schon alles voll von Sachen, die einen töten wollen. Ich sehe bis jetzt eine Wyvern, okay, Wyvern, ich sehe, okay, mehrere Wyvern, okay. Ja, das sieht schon besser aus, die fliegt auch ein bisschen auf und zu. Gefällt mir jetzt nicht so gut. Die ist auch relativ fix anscheinend. Das ist eine Prime Wyvern. Aber wie sehe ich denn den Unterschied zwischen Prime und Alpha? Prime ist ja auch gelb wie Alpha irgendwie anscheinend. Ich habe keinen Plan. Und da war irgendein Dodorex oder sowas gerade. Das habe ich auch kurz gesehen. Oh, da. Der Power Lord. Morgen der Power Lord. Der hat 1,3 Millionen Leben. Ey, das ist ja schon ein bisschen was. Da unten ist ein Äffchen. Ich habe keine Ausdauer. Oh, no, 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 no. Ich kann hier niemals Land nehmen, oder? Ich werde so kaputt geprügelt. Warum kann ich doch so fliegen, obwohl ich... Hä? Ich habe null Ausdauer und kann einfach noch fliegen, wie ich will. Oh, jetzt landet er einfach. Okay, jetzt ist es kritisch. Ich höre Schläge. Ich weiß nicht, ob der mich will. Wahrscheinlich will er mich, oder? Ja, der wollte, glaube ich. Der wollte nicht zu mir. Wir sehen Affen und Dodorex. Das ist schon mal vielversprechend. Die kann man angeblich auch nicht zähmen. Oh mein Gott, Poison Wyvern. Holy shit, kann man die zähmen? Die kann man zähmen. Oh. Da bin ich ja schon sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. Eine Wyvern könnte man ja auch relativ einfach, glaube ich, in so einen Cage reinbekommen. Ah, da müssen wir mal gucken, Leute. Da müssen wir mal gucken. Alpha Wyvern sieht genauso aus wie Prime. Also, ich sehe keinen Unterschied. Ey, vielleicht bin ich auch nur blind. Keine Ahnung. Da ist ein Prime Raptor. Der ist blau. Ich denke, so sollte das sein. Der Prime ist immer blau irgendwie. Und das ist ja Prime Rex und der ist ja gelb. Nee, ich verstehe gar nichts. Ohne Witz. Ich check nichts. Ich würde spontan sagen, wir fliegen jetzt einfach rüber zu Poison Petri, versuchen den auszunocken. Wenn wir den ausnocken können, können wir ja vielleicht mit dem sogar die Wyvern ausnocken. Kein Plan, wie stark so ein Poison Petri ist. Aber vielleicht ist der Oberburner. Ich muss ehrlich sagen, das fühlt sich ein bisschen an wie so eine Anfänger-Mod. Also irgendwie, man kann nicht so richtig krass viel falsch machen, habe ich das Gefühl. Man kann überall rumfetzen, sich überall hinsetzen. Ist eigentlich nicht so richtig, richtig schlimm. Also so ein bisschen Richtung Pugnacia. Pugnacia war auch so, dass man guten Progress machen konnte, das relativ einfach war. Und Primal Nemesis ist halt absolut schwer, ne? Also das ist so wie Overall X fast, da wirst du von allem und jedem geknechtet. Und deshalb, also das sind komplett unterschiedliche Mods, aber gefällt mir auch ganz gut, dass mal sowas gibt und für 2 Euro halt echt ein Schnapper, ne? Poison Petri hat nur 1,2k Topor. Was ist das denn? Der hat ja nix. Du wirst gebolert. Und du wirst sowas von ausgedockt. Sogar ein Schuss nur. Was? Hä? Verpasse ich hier gerade irgendwas? Das soll nicht so, oder? Soll das so? Ich habe keinen Plan. Brauche auch nur Prime Meat ein. Ja, ich habe halt die Rates habe ich halt so hoch wie bei Prime Nemesis etwa. Ich habe, glaube ich, Farming auf 5 und Taming auf 10 oder so. Ah, das hier ist ja... Okay.
du bist bald mein. Bin jetzt noch einmal fix hingeflitzt, hab nochmal Kristall geholt, damit ich jetzt diese komischen Bälle machen kann, damit ich meinen einen Petri einpacken kann, um den anderen mal zu testen. Ich bin gespannt, ey, wenn der jetzt auch noch gut ausnockt, dann ist ja komplett vorbei. Also dann speedrunnen wir das Ding wirklich. Zack, hier, du eingepackt. Dir setzen wir jetzt einen Sattel drauf und dann testen wir mal, ob wir damit was... ich bin viel zu fett. Echt? Warum hast du so wenig Raid, Mann? Oh. Okay, ich habe auch 2000 Steine dabei. So, kurzer Test. Wie viel Topo hat der hier? 600. Das ist schon viel. 400 mit einem Schlag? Damit kann man was machen, glaube ich. Ey, wenn ich jetzt noch ein bisschen Damage skille und dann zu der Wyvern gehe und die ganze Zeit andrehe, Drehung macht bestimmt noch mehr. Warte. 1100? Ausgenockt direkt. Oh mein Gott, ihr wollt mich verarschen. Nee, das ist zu stark. Ich glaube, das ist nicht so balanced. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. 140er Power Petri hinter mir. Hä, warum ist das so komisch? Guck mal, der hat 38.000 Topot. Der Wyvern hatte irgendwie 14.000. Ist Power so crazy? Oh, ich will nicht, dass er mich verprügelt halt. Das könnte sehr wohl passieren, glaube ich. Vielleicht haut er auch gar nicht zu. Ist ein Petri. Ist auch so, testen mal. Wir testen einfach. Auf gut Glück. Zur Not hole ich einen neuen. Ja, haut ab. 5000 Topa. Ah, die geht auch relativ schnell wieder runter, habe ich gerade gesehen. Oh, die geht richtig schnell runter. Warum geht die bei dem so krass runter? 10k? Ja, ich kann einfach weiter hinterherfliegen. Oh, meine Ausdauer. Ah, das könnte ein Problem sein. Kann sein, dass sie die ganze Topa verliert. In der Zeit, wo ich Ausdauer aufladen muss, das ist halt sehr stinkig. Ich habe keine Ausdauer mehr, verdammt. Oh, der verliert super schnell Topa. Oh mein Gott, der zieht auch komplett durch. Und wir kriegen echt langsam Ausdauer dazu. Weiter geht's, Runde 2. Oh, mit Runde 2 sollten wir den aber ausgenockt bekommen eigentlich. Wenn wir es richtig machen. Ich muss unbedingt Ausdauer skillen gleich. Kannst du an Land gehen? Hey, ohne Witz, jetzt ist Zeit. Du bist nämlich gleich ausgenockt, Kollege. Einmal kann ich ihn noch hauen. Oh mein Gott, das war sehr knapp. So ist gut. Leg dich hin. Hau dich hin. Hallo, bitte. Du bist ausgenockt. So, jetzt aber. Da liegt er sogar recht gut. Ich habe keine Narkosemittel dabei. Oh no. Ich, Bot. Habe ich Bären dabei? Oh, fast runtergefallen. Der wacht super schnell auf. Ich habe Bären dabei, guck mal. Oh, der Vorbereitete hat noch 1000 Bären in der Tasche vom Farm, ey. Nice. Ja, dann warte ich mal. Nehme ich den auch mit. Da ist er. Power Petri mit gebrochenem Genick. Okay. Nice. Ja, ist dich mal satt. Den packe ich erstmal ein. Ich glaube, wir fliegen weiter mit dem Poison rum. Weil ich will gleich mal gucken, wie der sich so bei der Wyvern schlägt. Ah, es sollte eigentlich kein Ding sein bei 14.000 Topor. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Ich bin auch nackt und hole mir den Wyvern. Oh Gott, das war es komplett. Wir sind schon mal wieder auf der Insel. Ich werde mich jetzt gleich irgendwo hinhocken, um wieder ein bisschen Stamina wieder aufzuladen. Weil ich glaube, das Einzige, was unser Gegner sein könnte, ist unsere Ausdauer. Das wird wahrscheinlich unser Endboss sein. Der Rest habe ich gar nicht so viel Angst vor. Aber vielleicht soll ich vor dem auch Angst haben, aber der kommt hier halt nicht hoch. Oh, unser Ziel ist über uns. Attacke, 25.000 Topor. Ich hoffe, an den mache ich genauso viel Topor. Er schon Aggro. Oh, wow. Okay. Die Frage ist, wer knockt wen schnell? Oh, er knockt mich schnell aus. Er knockt mich viel schnell aus. Okay, okay. Ich glaube, das hat sie erledigt. Gerade einmal die Flamme abbekommen. Ich bin schon, oh mein Gott, halb ausgenockt. Vielleicht sollte ich ein bisschen hinter dem fliegen oder so. Vielleicht klappt das dann. Nee, der haut die Flamme auch hinter sich. Okay. Wir merken uns, ich glaube, das hier ist gelaufen. Ich glaube, wir sind gleich... Ah, der ist jetzt schon ausgenockt. Oh mein Gott, ich bin auch ausgenockt. Okay, mein Pego ist auch ausgenockt. Und ich glaube, alles und jeder ist eigentlich ausgenockt. Ja, nee, okay, Drache war es noch nicht. Demons ist einfach der Dodo-Rex. Und der findet uns nicht. Oh Gott, ey. Oder doch? Ah, doch, ich glaube jetzt schon. Ah, das war's wohl. Da werde ich genascht. Was mir gerade auffällt ist, ich hätte eine Death Recovery vielleicht machen sollen. Weil dann hätte ich jetzt meine Sache einfach wieder bekommen und müsste nicht da ganz hinlatschen. Vielleicht könnte ich die auch craften. Kann ich die craften? Death Recovery. Wie heißen die? Recover. Hä? Wie heißt denn das Gerät? Ah, Personal Grave. Dafür brauche ich 8 Cementing Paste. Ey, Chitin hatte ich alles in meinem Inventar. Ich könnte kotzen. Wir müssen irgendwas töten. Oh mein Gott, du kommst genau richtig. Danke, dass du hier bist. Gib mir dein Chitin. Nice. Und schwupps, haben wir unsere Sachen wieder. Die Frage ist halt, ob unser Petri noch lebt. Das weiß ich halt nicht, weil ich habe gerade erst meinen Stamm gemacht. Deshalb kann ich das nicht im Tryblock nachgucken. Vielleicht müssen wir nochmal hinfliegen mit unserem Power Petri oder so. Okay, wir sind gleich wieder am Ort, wo alles... Es gibt Manticore! Und das ist auch irgendein Boss, den man so nicht zähmen kann. Wir sind am Ort, wo alles schiefgegangen ist. Da ist unser Petri und er ist tot. Hat er noch Topor? Ah, ich bin so verlockend, Käfig zu bauen, ey. Ach, Mann, ich habe sogar letztens ein Tutorial gesehen, wie man recht leicht einen Wyvern-Käfig bauen kann. Alter, muss es tun. Okay, ich habe diese Trap gebaut. Ich glaube, ich habe die falsch rumgebaut. Also ich muss einmal drum rumfliegen. Oh Gott.
Oh, das wird so in die Hose gehen. Ich glaube, der nächste Petri geht drauf. Aber weißt du was? Es ist okay. Wenn das so ist, ist das so. Die haben wir in 10 Minuten geholt. Die holen wir in 10 Minuten wieder. Und der hier ist eh nur Level 25 oder so. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Das soll zumindest funktionieren. Bei normalen Wyvern soll das gut funktionieren. Ich weiß halt nicht, wie es bei den Kollegen hier ist. Ich hoffe, der zieht einfach jetzt Aggro auf ein bisschen Distanz. Und ich kann ihn so ein bisschen drumherum locken. Okay, ja. Aggro hat er. Weil der wird mich wahrscheinlich direkt ausnocken, denke ich mal. Ich versuche die so ein bisschen in Range zu behalten. Wenn er mich einmal erwischt, ist halt direkt vorbei. Er hat wieder Aggro verloren. Er geht einfach auf irgendwas anderes los. Ja, jetzt zischt er halt hinter dem Petri her. Der knockt halt alles hier so schnell aus. Oh, wäre das sick, wenn ich die hätte. Ich krieg die Aggro nicht wieder. Der geht auf alles, nur nicht auf mich. Oh mein Gott. Sie ist Aggro. Ich weiß nicht, warum auf einmal, aber sie ist Aggro. Komm mit. Und bleib Aggro, bitte. Wir fliegen schön weit oben. Wir fliegen schön weit oben, dass du nichts anderes siehst, okay? Du wirst nichts anderes mehr sehen, außer mich und meinen schönen Petri. Nee! Was hast du gesehen? Ein Trike. Kann nicht wahr sein. Okay, wieder Aggro. Wieder Aggro. Frage ist, wie lange? Nee, er ist drauf vorbei geflogen. Warum denn? Man soll halt am Ende stehen bleiben, sagt der Video. Ich kann da nicht stehen bleiben. Da werde ich angekotzt und bin direkt ausgenockt. Okay, ich habe den Petri gewechselt. Vielleicht ist das der Weg. Weil der hat echt viel Topor. Der hat richtig viel Topor. Der ist auch arschlangsam. Oh Gott. Der ist richtig langsam. Oh nein. Wie viel Damage macht der? Der macht nicht mal Damage. Was ist das denn? Oh no. Ey, Wyvern, hier bin ich. Hallo. Guck mal, wie lecker ich aussehe mit meinem super langsamen Petri. Oh, habe ich es geschafft? Ich glaube, ich habe es geschafft. Das ist, wie es klappen sollte. So sah es zumindest auch aus, ja. Kann ich mich jetzt hier so hinhocken und dann ist Gucci? Ah! Jetzt habe ich auf jeden Fall nicht genug Pfeile. Ey, mach mal nicht diesen. Gehen wir nicht hinten wieder raus oder so. Ich ziehe hier Aggro. Das könnte klappen. Wyvern Trap, voller Erfolg. Und die hat nur ein paar Pillar gekostet. Also ist eigentlich echt auch im Angebot. Und da liegt sie. Da liegt sie sogar oben drauf einfach. Wie cool ist das denn? Das ist schon ziemlich cool. Wann wacht die auf? 1 Stunde 12. Ja, easy. Das kriegen wir hin. So, einmal hochgeklettert auf unsere Pillar hier. Und dann einfach ein bisschen Prime Meat rein. Nee. Must be hatch raised? Ach, Manno. Ich muss Eier klauen, oder was? Ich wurde betrogen. Da stand Tableable K.O. Ah, ich dachte, wir haben eine Wyvern direkt. Das wäre auch zu schön gewesen. Mich glaube ich trotzdem. Ey, die ganze Arbeit umsonst. Das kann nicht wahr sein. Aber vielleicht ist das auch einfach buggy. Ich würde jetzt einfach mal abwarten ein bisschen. Vielleicht ist der ja doch gleich was. Weil das finde ich ein bisschen sus. Da ist eine Taming-Bar und alles dran, ne? Er tamed. Halb gezähmt. Ah, da ist auf jeden Fall was buggy. Wir haben einfach eine Wyvern. Erste Folge. Gift-Wyvern. Und da haben wir sie. Ich kann es doch nicht ganz glauben, aber tatsächlich haben wir eine Poison-Wyvern. Und ich glaube, jetzt können wir die auch so oben rauslocken, oder? Kommst du irgendwo oder unten oder so? Das ist sogar schwer, die da rauszubekommen, wenn man die gezähmt hat, ey. Da sind wir wieder zu Hause mit dem Kollegen hier. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir sowas heute zähmen würden. Haben wir aber mal eben gemacht. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Die testen wir ja nächstes Mal aus. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann weiß ich auch, ob euch das gefällt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!